Arztserie. Eine jahrzehntelange TV-Erfolgsgeschichte. Während man in den USA auf preisgekrönte Produktionen stolz sein kann, scheitern deutsche Autoren vor Millionen Fernsehzuschauern regelmäßig. Made in Germany, das bedeutet gebührenfinanzierte Rumpeldialoge aus der Sachsenklinik oder Alpenkitsch beim Bergdoktor. Das wollen wir ändern. Auf dem Kölner Karneval finden wir die Autorenelite von morgen. Kreativ, unbefangen, überraschend. Wir haben Sie gebeten, das Thema Arztserie 2017 neu zu erfinden. Wie würde denn so eine Krankenhausserie anfangen? Da gibt es ja so Durchsagen. Was für Durchsagen hört man da? Ja. Herr Schneider, bitte in Zimmer 815. Es ist ein Herzstillstand. Bitte schnell und helfe. Dann gibt es ja noch immer so einen Chefarzt. Der Chefarzt, wie sieht der aus und wie ist der so drauf? Ja, jetzt muss man erstmal dem Doktor einen Namen geben. Genau, du kannst irgendeinen Namen kannst du geben. Dr. Hollywood. Ja, und weil er immer im Hawaii-Hemd rumhängt. Kurze Hose, Badelatschen. Ja, Hollywood, weil der die Leute immer krank schreibt, damit sie Sonderurlaub haben. Wie ist das so drauf? Ja, vielleicht reißt er irgendwie coole Sprüche oder so. Ey, easy, Alter. Alles fit im Schritt. Et küt wie et küt. Und hätte noch immer Jote, Junge. Auf einmal alle, wow, der hat einen Herzstillstand. Eine Tür. Puff. Herzstillstand, wow. Okay, und der Mann, wie sieht der aus? Der ist von der Explosion, hat der einen Schaden abbekommen. Ja, dann kommt Dr. Sunshine rein und ja, und er heißt Dr. Sunshine, weil er immer in Sonnenfarben gekleidet ist. Hat einen langen Pulli an. Der ist vielleicht zu lang. Dann muss für die Polizei schon zu lang sein. Aber sagt, Entschuldigung, ich habe einen zu langen Pulli an. Der Arzt, was sagt er dann, wenn er den Notfall sieht? Erstmal 50 Gramm Morphin. Frau Schneider, bitte an die Rede. An das Telegramm 50 Milli von, also so, mach mal. Und er macht schon mal den Rest. Ja, und was sagt dann die Schwester? Der Prozentstand des Herzinfarkts steht bei 60%. Alles im grünen Bereich. Dann kommt vielleicht, dann kommt noch jemand Neues dazu in die Szenerie, in diesem Notfall. Wer könnte das sein? Ja, die Freundin von dem Mann. Tobi. Was passiert dann? Ja, Tobi, komm mal zurück jetzt. Die Freundin kommt ins Zimmer rein und weiß noch von gar nichts. Was ist denn hier los? Was ist passiert? Ja, hier, Auto ist explodiert und durch den Schreck hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Und ja, der liegt jetzt im künstlichen Koma. Ja, sieht gut aus. Er macht den Aufstand. Ja, mein Freund, der muss überleben. Der darf nicht sterben. Ich brauche den noch. Ich will mit dem bis zum Ende vom Leben leben. Und jetzt gibt es ja eine Rivalität zwischen den zwei Ärzten. Also warum mag der eine den anderen nicht? Weil der Jüngere von dem Älteren die Frau ausgespannt hat. Ich habe deine Frau ausgespannt. Was sagst du jetzt? Ja, Junge, ich kann nicht mehr so oft wie du. Ja, läuft bei mir. Junge, früher haben wir das nicht gemacht. Ja und? Ich hab da Spaß dran. Willst du mir jetzt aufs Maul hauen, oder was? Junge, wir müssen jetzt der Arbeit nachgehen und dann können wir das noch immer aus dem Blick, aus dem Feld schaffen. Ja, wir gehen jetzt unserer Arbeit nach und danach reden wir nochmal weiter. Genau, so machen wir das. Vielleicht könntest du sagen, was der Chefarzt sagt. Ja, der andere Arzt kommt dann rein und freut sich und singt dann, das ist geil. Solange mir noch lebe, das ist geil. Ich soll's nicht singen? Ja. Ja, da der so locker ist, wird er sagen, ey, Puppe, gib mir mal das Werkzeug? Werkzeug, ja, nee, Morphium. Ey, Puppe, gib mir mal das Morphium. Und was sagt dann der Arzt?
Ja, hast du 50 Milligramm von Melabone gemacht? Ja, ich habe 50 Gramm von Melabone gehabt und 50 Gramm von Melabi. Aber 100 Gramm von Aquagar hast du nicht gemacht. Ja, da müssen wir operieren. Dann wird alles vorbereitet. Der wird halt in den OP-Raum gefahren. Was steht in diesem OP-Saal alles rum? Ein Spiegel. Eine Taschenlampe. So ein Scheinwerfer. Messer und Gabel. Während der Operation, ne, da hören ja Chirurgen auch ganz oft Musik. Welche Musik könnte im Operationssaal laufen? Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Der sieht den Dr. Hollywood da operieren, dann sagt er dann, ey Junge, du machst das ganz falsch. So muss man das machen. Dann nimmt er sich das Skalpell und schützt ihn auf. Bist du bekloppt? Lass das mal meine Sache sein. Junge, da wo ich ein Zehn gepisst hab, muss ich jetzt dran riechen. Geben Sie mir den Bohrer A2B und das Schabeisen B2B. Was könnte er denn da so entdecken noch? Eine Kugel könnte er noch entdecken im Bein. Ich brauche einen Staubsauger, ich muss die Kugel absaugen. Warum hast du die Kugel im Bein? Hat dir einer ans Bein geschossen? Und fragt er das den Patienten, der ist noch wach? Ja, der Patient ist noch wach, der ist noch gar nicht in Narkose, der ist nur ein bisschen benebelt. Entschuldigung, könnte das sein, dass ihn irgendwer ins Bein geschossen hat? Ja. Und Sie haben nicht die Kugel in Ihrem Bein gemerkt? Nee, das Ding hat mich ja nicht gestört. Nee? Das ist aber seltsam. Hatten Sie keine Schmerzen? Ein bisschen. Ja, dann operieren wir Sie mal und gucken, dass danach Ihre Schmerzen vorbei sind. Ach, das wäre aber sehr nett von Ihnen. Ich tue mein Bestes. Dann mischt sich ja wahrscheinlich wieder dieser junge Arzt ein. Hast du ihn schon betäubt? Betäubt? Wie betäubt? Ja, mit Schmerzmitteln, dass er von der Operation nichts mehr mitbekommt. Mit Schmerzmitteln? Ja, sonst gib ihm hier Alkohol. Ja, dann hol mal den Wodka her. Ja. Ey, geh mal Wodka holen. Und was passiert dann? Dann flößen sie dem Wodka in das Blut ein. Ja, der bekommt dann das Wodka via Infusion. Ah, was spritzt ihr mir denn da Schönes? Wodka? Das knallt, oder? Aber richtig, ich kann fliehen. Dann Prost. Prost. Also es passiert dann auf einmal was ganz Schreckliches. Was könnte das sein? Herzstillstand. Ja, dann müssen wir mal das Diagnosegerät hier ranschaffen. Ja, dann sehen wir ja, wer recht hat. Welches Geräusch macht denn das Gerät? Miep, 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 miep. Boop, 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 boop. Wie klingt das Geräusch, wenn ein Gerät so anzeigt, okay, es ist jetzt ganz gefährlich? Piep. Miep, 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 miep. Das ist gut. Ja, doch. Nee. Doch. Das ist ein Herzinfarkt. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Ganz klar, Herzinfarkt. Wir müssen anders vorgehen. Ja. Ich würde dem eine Herzrhythmusmassage verpassen und ja. Wie sieht eine Herzrhythmusmassage aus? Was muss man da machen? So. Ja gut, das war jetzt das Getränk. Und was sagt er dann, wenn der Patient tot ist? Wir haben unser Bestmögliches getan und trotzdem ist er gestorben. Scheiße. Gibt es vielleicht Leute, die auf den gewartet haben? Ja, dann kommt der Arzt erst mal aus dem OP raus und sagt zu den Angehörigen, tut mir leid, aber wir konnten nichts mehr für ihren Mann oder ihre Frau machen. Wie konnte Ihnen das passieren? Sie haben einen Mann einfach grundlos sterben lassen. Wir wissen doch ja nicht, worum es geht oder was überhaupt passiert ist. Doch, mein Mann ist gestorben, das ist Grund genug. Ja gut. Komm, Puppe, wir hören uns zum Italiener. Der gibt die besten Pizzabrötchen für dich und für mich der beste Nudeln. Das hört sich aber gut an.
Komm, wir gehen zusammen. Ja, das reicht auch für dich. Wie würde die Folge der Krankenhausserie heißen? Dr. Hollywood und Dr. Sunshine. Dr. Sunshine. On Tour.